Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video von mir. Ich war in den letzten paar Wochen wieder in der Drogerie einkaufen, habe also was online bestellt, war so im Laden und habe mir das eine oder andere mitgenommen. Und was das so ist, das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Ich habe hier einen ganzen Karton voll mit Dingen. Ich habe das jetzt nicht sortiert nach DM und nach Rossmann. Ich ziehe das einfach raus und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Und wenn ich die Preise noch weiß, dann sage ich euch die auch. Genau. Also, Taschentücherbox. In diesem hübschen Design, so ein bisschen strickmustermäßig von Alouette, also Rossmann. Vierlagig, 95 Cent. Ja, mag ich sehr gerne, diese Taschentücherboxen. Und ich kaufe sie da, wo ich bin. Genau. Dann ging bei Rossmann aus dem Sortiment von L'Oréal Men Expert Ultimate Vivality Vitalisierendes Duschgel Energizing. 100% für den gestressten Mann. Körper, Gesicht, Haar. XL Größe, 300 Milliliter. Ja. Ich habe durch die Maske ein bisschen was davon riechen können, fand es sehr gut und habe es mitgenommen. Es hat im März jemand Geburtstag, der benutzt sehr, sehr gerne diese L'Oréal Men Expert Duschgele. Und an ihn habe ich gedacht, als ich das gesehen habe. Und deswegen, ja, wird er das dann schon mal für ihn eingepackt irgendwann. Genau. Gut, dann habe ich bei Rossmann mir zweimal meinen Nagellackentferner wieder nachgekauft, diesen hier. 1,49, 125 Milliliter, zweite Flasche zeige ich euch direkt. Ja. Ich habe jetzt einen leer gemacht und ja, von daher habe ich jetzt einfach zwei wieder auf Vorrat gekauft. Ich habe einfach Angst, dass die Dinger irgendwann nicht mehr da sind und das ist für mich der Beste. Bei Glitzer, bei Farblacken, allgemein. Also das ist für mich der allerbeste Nagellackentferner auf der Welt und deswegen liebe ich ihn sehr und kaufe ihn mir immer mindestens zwei Dinger davon, wenn ich online bestelle bei Rossmann oder ich in einem Laden bin. Genau. So, dann kommen wir mal zu Haarprodukten. Ich habe mir bei DM nachgekauft mein Balea Professional Keratin und Volumen Haarspray. Meins geht jetzt fast leer und deswegen brauchte ich ein neues. Das kommt mit 250 Millilitern. Die Preise online sind ein wenig anders als die im Laden. Im Laden kostet es 1,25, online schon 1,45. Egal, tolles Produkt, feiner Sprühnebel, verklebt die Haare nicht, kann man sich gut ausbürsten danach. Und die Haare sind sehr, sehr griffig. Ist für mich das Beste und deswegen ja schon die dritte Verpackung, die ich jetzt davon kaufe. Genauso auch die dritte ist Balea Professional Keratin und Volumen Schaumfestiger. Wenn ich mir Locken mache oder wenn ich mein Haar flechte, wie auch immer, oder jetzt halt auch so ein Tuch trage, mag ich das sehr, sehr gerne, wenn die Haare nicht in alle Himmelsrichtungen stehen, sondern wenn das quasi ordentlich und strukturiert ist. Und wenn ich das halt drin habe, lassen sich meine Haare viel besser bändigen, das wollte ich sagen. Ja, von daher habe ich das gekauft. Hat online auch 1,45 gekostet für 150 Milliliter, aber ist das Beste. Ja, genau. So, auch für die Haare, angefixt von Sabrina, wie könnte es anders sein? Balea Professional Wachstum und Stärke Shampoo fördert das Haarwachstum und kann Haarausfall reduzieren für kraftloses und brüchiges Haar. Ja, ich habe sehr, sehr feines, sehr, sehr dünnes Haar und ich erhoffe mir einfach davon, da steht drauf, dass man das mindestens 12 Wochen am Stück benutzen muss, dass es wirklich so ein bisschen dafür sorgt, dass mein Haar gesünder und ein bisschen kräftiger nachwächst. Ja, das erhoffe ich mir einfach davon. Das ist mit Koffein. Und wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich habe es jetzt schon einmal probiert und bin sehr, sehr begeistert davon. Es riecht wie ein Friseurprodukt. Mag ich sehr. Hat gekostet, ich glaube, 2,45. Aber ja, wir probieren das einfach. Und passend dazu ein Wachstum- und Stärke-Serum. Das gibt man sich auf die Kopfhaut quasi direkt und massiert das sanft ein und dann kannst du es danach stylen. Da ist schon so viel raus. Uli war heute da und ich habe Uli ein bisschen was abgefüllt. Das machen wir halt immer so. Die eine kauft sich irgendwas und gibt der anderen was zum Testen ab. Und deswegen ist da schon ein bisschen was raus. Ich habe es jetzt auch einmal bisher verwendet und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Meine Haare fetten dadurch nicht. Und ich kann sie dann auch ganz gewohnt halt weiter stylen. Ich könnte sie auch föhnen oder nochmal nachglätten, wenn ich das halt will. Kostet 2,45
95, aber ich bin sehr begeistert. 150 Milliliter sind da drin. Und das ist halt wie beim Haarefärben. So eine Spitze, sage ich mal, das trägt man ab. Und dann wie beim Haarefärben. Ja. Genau, also ich werde das mal jetzt die nächsten paar Wochen noch weiter testen. Ich hatte mir einen Eintrag im Kalender gemacht. Und dann gucken wir einfach mal, was in 12 Wochen so ist. Mit dem Fuchsfell da oben. Und ja, ich werde berichten. Spätestens im Aufgebraucht-Video. Genau. Haare. Ich möchte einer Haarfarbe nochmal eine Chance geben. Und zwar von Syoss Professional Performance Oleo Intense. Ohne Ammoniak, permanente Ölkoloration, intensive Pflege und Haltbarkeit, professionelle Grauhaarabdeckung. In der Farbe 5-92 helles Rot. Ja, es gab in der DM-App Prozente auf Haarfarben. Ich glaube 25 oder 30% und deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Originalpreis sind, glaube ich, 3,95. Ich gebe ihr nochmal eine Chance. Wir gucken mal. Jetzt Richtung meinen Geburtstag ist nochmal Haare färben quasi angesagt. Das werde ich, glaube ich, dann. Ich habe auf einem Montag Geburtstag. Ich werde es dann wahrscheinlich den Freitag oder den Samstag machen. Und ja, dann möchte ich das gerne einfach testen. Ja, und wenn die gut ist, dann würde ich halt wechseln zwischen der Garnier-Ulia und der halt, je nachdem. Wichtig für mich war wieder kein Ammoniak drin, dass es nicht komisch riecht. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Genau. So, noch was mit Haaren? Nö. Dann habe ich mir geholt, weil ich das probieren wollte, Balea Hanf Gesichtsöl mit Hanfölsamen, Bisabolul und Vitamin E, was auch immer das andere ist, mildert Spannungsgefühle und feine Linien für sensible Haut. So, das benutze ich jetzt abends nach der Gesichtsreinigung, also man kann es morgens und abends benutzen. Man braucht nicht viel, gibt sich dann das dann aufs Gesicht und wenn es halt noch reicht, Hals und Dekolleté. Ich hatte erwähnt, Uli war da und auch hier habe ich Uli eine Kleinigkeit abgefüllt, deswegen ist halt schon ein bisschen was raus aus der Flasche. Man braucht halt nicht viel, aber ich wollte, dass sie es auch gut testen kann. Das kommt bei 30 Millilitern, hat gekostet, ich glaube, 3,95 € und es riecht extrem gut. Und meine Haut ist auch am nächsten Morgen noch wie eingecremt. Und ja, mir gefällt das und vielleicht wird es ein Favorit. Wir müssen mal gucken, was dieses Jahr so kommt. Aber ich finde es echt extrem gut und ja, wie gesagt, 3,95 €. Ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen flinke Hufe machen, weil da hinten schon die Sonne verschwindet. Dann habe ich mir wieder nachgekauft von Balea das Gesichtswasser. Das hat eine neue Umverpackung bekommen. Wahrscheinlich dieses recycelte Plastik. Genau, das benutze ich immer normale Mischhaut mit 10% Aloe Vera. Ich liebe das. Das kaufe ich seit Jahren. 75 Cent für 200 Milliliter. Für mich das Beste. Ja, das ist mit Alkohol, aber das stört nicht. Bei mir zumindest nicht. Und ich finde es gut und würde es mir immer wieder kaufen. Auch immer wieder kaufen würde ich mir von Yessa die Intimwaschlotion. Die riecht so pudrig frisch. Die kennt ihr auch von mir. 1,75. 300 Milliliter. Ich hatte jetzt keine mehr und habe mir die einmal nachgekauft. Ja, so. Dann heute fast leer gegessen mit Uli. Meine DM Bio Sauerkirsch Marmelade Schrägstrich den Fruchtaufstrich. Liebe ich sehr. Mittlerweile teurer geworden. 1,75 für 340 Gramm. Ein veganes Produkt. Uli hat heute mal hinten drauf geguckt und da ist Zucker, Rübenzucker drin. Ja. Die ist auch nicht ganz so süß und ich mag die sehr und kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr auch so Kirschfreak seid wie ich, dann holt euch die mal. Die ist extrem gut. Genau. So, dann habe ich mir mal von Balea Fußhornhaut Socken 3,95 wieder gekauft. Die funktioniert sehr, sehr gut. Habe ich mir überlegt, Richtung Februar, März irgendwann zu machen. Ja, dass dann Richtung Frühling auch die Füße wieder toll und glatt sind und schön. Und ja, ich stehe total auf diese Masken und deswegen kaufe ich sie mir öfter mal. So. Badezusätze. Die gingen aus dem Sortiment Dresden Essenz. Süßer Winterzauber-Badeschaum, wärmend und entspannend mit Bratapfel, Vanille und Zimt. Zweimal, wie gesagt, jeweils 65 Cent. Sieht so aus. Und ich hoffe, dass die jetzt einfach noch bis Ende des Jahres haltbar sind.
Und dann packe ich mir die jetzt erstmal weg, weil jetzt muss das nicht mehr bei mir nach Bratapfel und so riechen. Dann habe ich mir, entschuldigt, dann habe ich mir dieses neue gekauft von Trackle Moon. Tropical Fantasy, Südsee, Kurzurlaub, Pflegebad, tropische Früchte und Jojobaöl. Da hatte ich mich mit Sabrina unterhalten, als ich die DM-Bestellung fertig gemacht habe. Da sagt sie, das habe ich schon zu Hause, das riecht total toll. Bestell dir das. Ich sage, ja, und wenn das denn so fruchtig riecht? Ja, dann musst du gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, riecht das so fruchtig, dann kriegen das von Uli die Mädels. Und dann freuen die sich einfach auch drüber. Aber, nee, das bleibt bei mir. Also es riecht schon nach einer gewissen Frucht, aber das ist nicht übertrieben fruchtig und nicht babsüß. Also Sarah, falls du das bei dir siehst und badest ja auch so gerne und bist ja auch nicht so die, die auf süße Früchte steht, guck dir, oder allgemein Fruchtkorb riecht, oder allgemein Früchte nicht so gerne mag, guck dir das mal an. Das ist bezaubernd und es sieht auch noch schön aus und ich hoffe, dass der Badeinhalt vielleicht wirklich so grünlich ist, wie bei dieser Meerjungfrau. Und ja, ich freue mich drauf. Ich werde es die Tage dann mal probieren und euch dann im Aufgebraucht wieder berichten. Aber da ist noch irgendwas Pudriges bei. Es ist nicht nur fruchtig. Finde ich gut. Ja, deswegen gekauft. 95 Cent. So, dann nochmal nachgekauft die Balea Tuchmaske Sweet Kurkuma. Ja, 95 Cent. Habe ich schon mal aufgebraucht und war extremst gut. Und deshalb nochmal geholt. Ob ich sie jetzt verwende oder erst Ende des Jahres, das weiß ich noch nicht, aber ich wollte sie noch einmal da haben. So, und dann habe ich mir jede Menge Augenpads gekauft. Ja, einmal die Balea Q10 Antifalten-Augenpads, 6 Stück für 3,55. Wenn man das runterrechnet, sind das 49 Cent pro Anwendung. Nee, 59, entschuldigt. Von daher, ja, sie sind gut. Die halten, die bleiben da sitzen, wo sie sitzen müssen. Du kannst nebenbei dann auch noch deinen Haushalt schnell schmeißen oder mal schnell durch die Wohnung saugen oder auch einfach nur entspannen auf der Couch oder dir dann Frühstück nebenbei fertig machen. Sind die besten für mich. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich mir nochmal mitgenommen von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Einmal. Und dann nochmal zweimal die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C. Die changieren so schön. Könnt ihr das erkennen? Habe ich mir zweimal mitgenommen. Einmal für mich halt zum Testen und wenn sie halt nicht so gut sind, dann nochmal einmal zum Verschenken. Und dann habe ich von Isana die Hydrogel-Augenpads mit Kollagen und Kokos. Die habe ich ja schon probiert und fand sie gut. Einmal habe ich für mich mitgenommen und einmal bekommt sie jemand. Genau. So, und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die schon ein bisschen länger bei mir sind. Ich hatte ja gesagt, wenn ich meinen zweiten Impftermin habe, dass ich mich danach nochmal mit dem Parfüm belohnen will. Da ich aber den Tag mit Uli, wo ich dieses Haul-Video abgedreht habe, bin ich danach ja noch mit Uli weg gewesen bei Rossmann. Und da war ein Parfüm im Angebot. Und da ich noch einen Gutschein hatte, den ich auf den Kopf hauen wollte, weil ich, wie gesagt, die kriege ich ja von meinem Arbeitgeber, habe ich mir einfach nochmal zwei Parfüms halt gekauft. Deswegen heute, weil mein zweiter Impftermin, habe ich mir einfach nur ein paar Nagellacke gegönnt. Und zu denen kommen wir auch gleich. Aber erstmal Parfüm. Einmal von Spirit. Spirit of Fizzy Tangerine. Das riecht einfach nur frisch aquatisch und toll. Ich stand da im Laden mit Uli und wir beiden nur so, boah. Und das war das erste Mal nach fast 15 Jahren, dass wir beide gesagt haben, uns gefällt ein Parfüm. Und wir haben beide das gleich in den Warenkorb gepackt. Ja, also es ist ein sehr, sehr, sehr frischer Duft, ein sehr aquatischer Duft. Ein Sommerduft, der jetzt aber auch geht und so toll, ja. Und war damals in der Werbung für, ich glaube, 2,49 und da kannst du nicht viel verkehrt machen. Die haben ja noch ein paar andere davon. Ja, wenn das jetzt nicht so lange hält, sondern einfach nur für die Hunderunde, dann hat das seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ne? Also von daher richtig, richtig gut. Und dann hatte ich mir noch ausgesucht, das war nämlich in der Werbung für 6,99 von Otto Kern, das Commitment. Und auch hier war es das erste Mal nach 15 Jahren, dass Uni und ich beide da gestanden haben und einfach gesagt haben, boah, so ein tolles Parfüm, das gönnen wir uns einfach beide. Und ich benutze meinen schon.
Uli hat ihr es noch eingepackt, weil sie erst noch was leer machen will. Das ist schon ein etwas schwererer Duft, ein weiblicher Duft, aber wieder halt pudrig und geht so in die Richtung von dem La Vie est Belle, so von der Konsistenz her, von der Konsistenz nicht, von der Duftrichtung her. Oh Gott, Konsistenz ist halt immer flüssig bei Parfüm, falls ihr das noch nicht wusstet. Und so, so lecker. Ja, habe ich meine Jacke heute früh mit eingesprüht, so oben am Kragen und mein Schal und das riecht immer noch und das riecht ultra lange. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das dieses Jahr mein Duft wird. Ja, finde ich gut. Und ich finde auch den Flakon sehr, sehr, sehr edel. Nicht aufdringlich, einfach nur edel. Genau. So. Ach so, dann habe ich mir noch einen Eyeliner bestellt von Trended Up. In Ultra Matt Waterproof habe ich mich vergriffen bei der Bestellung. Ich wollte eigentlich keinen matten, aber ich probiere den jetzt aus. Kommt mit so einer Filzstiftspitze. Ja, wird getestet. Und entweder er ist gut und ich kaufe ihn nochmal nach in der Variante oder halt nicht. 2,75. So, und dann noch drei Nagellacke. Essence LE. Ticket for Sweets. Das ist ein Gloss Top Coat. Der war reduziert auf 1,10 € und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und bei einem Top Coat, ja, den nimmt man dann auch durchaus mal mit. Das ist die 01 You're So Sweet. Genau. Den werde ich testen, wenn jetzt die nächsten Topcoats halt leer sind. Und ich finde die Flasche auch ziemlich schön. Und ja, genau. Wie gesagt, 1,10 €. Und dann aus der Trended Apotheke so einen blauen. Ich hatte euch in meinem Aufgebraucht dekorative Kosmetik ja einen blauen aus der Catrice Haute Couture gezeigt. Und als ich den heute bei DM gesehen habe in der Theke, habe ich gedacht, der ist so ähnlich. Ja, nicht gleich, aber so ähnlich. Und für den Sommer. Und ich habe so Lust auf diesen Nagellack. Also könnte sein, dass der jetzt demnächst dann auf den Nägeln landet. Ich finde den so schön. 1,25 kosten die kleinen und so eine kleine Flasche kann man schon mal aufbrauchen. Das ist die 178. Ja. Genau. Ich werde ihn ausprobieren. Und bei Rival Loves Me habe ich mich heute für diesen Glitzereffekt entschieden. 1,79, glaube ich, hat der gekostet. Aber ich hatte keinen mehr, der so glitzerig als Überlack ist. Ich hatte den von Essence auch euch in diesem Aufgebraucht dekorative Kosmetik gezeigt. Also war es völlig okay, mir davon einen nachzukaufen. Ich habe ihn auch heute schon drauf gepinselt. Ringfinger. Ist der schön oder ist der schön? Und auf dem Daumen habe ich ihn auch. Also ich bin total begeistert. Er hat super schnell getrocknet und ja, I'm in love. Genau, ihr Lieben, Karton ist leer. Wir haben es geschafft. Genau, ich habe ein kleines Video für euch und die Tage werde ich mich jetzt hinsetzen und für euch ein Favoritenvideo drehen. Aber ich muss erst ein bisschen was zusammensuchen und dann werde ich euch das auf jeden Fall präsentieren. Ich denke, ich werde einmal fliegende Favoriten machen und einmal dekorative. Sonst wird das wahrscheinlich zu ein langes Video und so habt ihr dann zwei Teile und die meisten von euch mögen es ja nicht, wenn es allzu lang ist. Genau. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.